Ja. Ne. Ja, schauen wir mal, ne? Wir haben es einfach ignoriert. Und einen wuseligen Simon. Aber wie hieß der eine nochmal mit seinem Kumpel, mit seinem ziemlich lustigen Nick? Wie war das denn nochmal? Der war dann erst bei uns hatten und dann beim Gegner. Hm? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Müsste ich in die Folgen gucken. Müsste ich in die Folgen gucken, da steht es nämlich drin. In dem Folgen. Das ist auch geil. Das sind so kreative Dinger, das ist geil doch irgendwie. Nö. Ja, das ist schon wieder krass. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Naja. Scheiße, ganz unten links in der Ecke sitzt der Warden. Entschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Jawohl. Bombe entschärft. Mission erfolgt.
Genau, Behinderella hieß er. Und so ewig lang ist das auch gar nicht her, wenn ich ehrlich bin. Die Folge heißt doch noch, wir haben Behinderella. So. Okay. Ja, würde ich sagen, da. Geh mich auf den Sack. Das ist geschnitten. Habe ich zumindest mal einen mitgenommen. Geht richtig von der Position aus. Ich verpasst, bin hier auf der, das Loch gucke ich hier gerade. Entschärfer ist online und aktiviert. Ich lade nach. Hab ihn.
Ne? Die Verbindung da aufzumachen war gut. Ich habe meine Füße. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klar. Ist so. Bombe vom Gegner entdeckt. Klebe die Mine fest. Was sagen wir? Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Worauf? Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Ja, da steht auch schon einer rein. Also von dem Fett auf jeden Fall. Das war die Ash. Sitzt hier wieder an dem Fenster. Hab ihn. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Wo ist denn der? Da, wo ich gerade eben saß, oder was? Hier. Das heißt, da war. Hier warten, wo ich bin, oder was? Gizmo, da ist er. Süß. 10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Oh. Entschärfer lokalisieren. Bombenschützen. Den Entschärfer deaktivieren. Trotzdem wieder nicht MVP. Der Spot war geil. An dem Ding habe ich den zweiten weggeholt. Hm. Ich wollte ihn zugucken lassen, während ich das Ding deaktiviere. Ich mag es, wenn jemand zuguckt.